Die Rundschau mit Sandro Brotz. Das Politmagazin. Wir hinterfragen, was Sie bewegt. Streit um Homöopathie. Heilmittel oder Hokuspokus? Guten Abend zur Rundschau, wo immer Sie uns auch zuschauen. Ja, was halten Sie von solchen Kügelchen hier? Genau, es sind Globuli. Die einen schwören drauf, für andere ist es Hokuspokus. In der Schweiz sind homöopathische Mittel in der Grundversicherung drin, was mit dem Volksjahr vor 10 Jahren zur Alternativmedizin zu tun hat. Wenn Sie Stimmung in eine Tischrunde bringen wollen, dann müssen Sie über Homöopathie reden. Schnell werden sich zwei Lager bilden und über Einbildung und Wirkung trefflich streiten. Das hat auch mein Kollege Thomas Vogel festgestellt, als er mit Befürwortern und Kritikern dieser Kügelchen hier sprach. So, eine mit Ganzen. Ich bin überzeugt, dass es eine Wirkung hat. Niemand braucht Zuckerkügel oder klopfendes Wasser. Ich kann nicht physikalisch genau erklären, warum es wirkt, aber mir hat einfach die Erfahrung. Es steht nicht Meinung gegen Meinung hier. Doch, stopp, Meinung. Nein, nein. Sie wollen nur einfach die Fakten nicht anerkennen. Um die Globuli ist ein Glaubensstreit entbrannt. Peter Stadler, ein streitlustiger emeritierter Professor, mischt munter mit. Stadler kauft zu Demonstrationszwecken ein paar Globuli. Sie bestehen aus Amber, aus dem Darm des Pottwals. Das soll helfen bei Vergesslichkeit und Depression. Die Homöopathen sagen immer, man muss aufpassen, man kann auch überdosieren. Also so sehen die aus. Gut, Zucker. Nach was schmeckt's? Zucker. Aber eigentlich sind sie jetzt schon überdosiert, oder? Ja, ich habe nicht gekauft. Alle mit Ganzen. Am Bahnhof Winterthur holt Stadler eine Kampfgefährtin ab. Nathalie Grams ist aus Heidelberg angereist. Hallo. Grüß dich. Wie geht's? Gut gereist? Ja, ganz gut. Hab schon gehört, dass Homöopathen zum Sturm heute Abend aufrufen. Komm. Die Ärztin hält diesen Abend einen kritischen Vortrag über Homöopathie. Für die Gegenseite ist sie ein rotes Tuch. Manchmal tritt Grams nur unter Polizeischutz auf. Man hat natürlich auch den Eindruck, dass Sie beide den Unmut schüren wollen bei Leuten, die homöopathische Mittel schlucken. Nein, das ist nicht das Ziel. Also Unmut schon gar nicht. Aufklärung ist das Wort. Aber dass das manchmal wirklich zu sehr erregten Gemütern führt, das ist uns schon bewusst. Also, aber das Ziel ist nicht einfach nur aufzuregen, sondern das Ziel ist zu informieren. Und wir schreiben niemand die Entscheidung vor. Wenn jemand sagt, ich weiß, dass Homöopathie Placebo ist, aber ich möchte das einfach für mich nutzen, dann sind wir die Letzten, die dem jetzt die Globuli aus der Hand reißen. Sie dürfen da sitzen, genau. Mhm. Doch wie findet man die passenden Globuli? Wir sind bei einem Patientengespräch an der Huber-Wiedemann-Schule in Basel dabei. Übertragen wird die Krankengeschichte per Video in ein Klassenzimmer. Es geht um Warzen, die immer wieder kommen. Jetzt habe ich gefunden, ich möchte das eigentlich nicht mehr schulmedizinisch behandeln. Ich möchte eigentlich probieren, ob man das hinkriegt, dass das Immunsystem quasi so stark ist, dass das Virus wie gar nicht mehr ausbricht. Die Fragen drehen sich um den allgemeinen Zustand, die erste Menstruation und auch um die Träume der Patientin. Also eben, ich mag mich erinnern, dass ich die schon als Kind hatte. Als Kind habe ich mal von einem schwarzen Rab geträumt, der durch meine Lederschlitz gekommen ist und mich samt der Bettdecke an den Zehen gepackt hat und dann durch die Lederschlitz raus transportiert hat. Die Schülerinnen müssen zum Schluss herausfinden, welches Globuli am besten passt. Es gibt tatsächlich auch, dass es manchmal Leute gibt, die noch nie aus ihrem Leben so viel erzählt haben, wenn ich jetzt wissen will. Und dann merke ich schon, die gehen schon raus und es ist eigentlich schon etwas passiert. Aber trotzdem gebe ich nachher noch mal ein Kügel, weil das Gespräch hebt ja vielleicht nicht ein Jahr her. Nathalie Grams hat jahrelang als Homöopathin gearbeitet. Sie war fest davon überzeugt, dass Globuli wirken. Doch dann nagten Zweifel an ihr. Grams hängte vor 4 Jahren ihren Job an den Nagel. Ich würde sagen, das war schon so die größte Krise in meinem Leben. Ich habe meinen Beruf verloren, mein Einkommen verloren, aber eben auch alles das verloren, woran ich bisher geglaubt habe.
Die Ärztin rechnet in einem Buch mit der Homöopathie ab. Seitdem tritt sie im Fernsehen auf und fährt für Vorträge durchs Land. Am Tag, als Grams in Winterthur auftritt, verbreiten ihre Gegner einen Aufruf, sie und ihresgleichen anzuzeigen. Melden Sie Falschaussagen von Homöopathie-Hassern, damit sie anwaltlich verfolgt werden können, per Mail an eine bestimmte Adresse. Aus einigen Mails spricht der blanke Hass. Sie sollten verrecken, Sie elende Dreckhure. Hoffentlich begegne ich Ihnen niemals, sonst gnade Ihnen Gott. Oder hier, man sollte Ihnen Rattengift geben, dann können Sie ja sehen, wie Ihre feine Schulmedizin Ihnen helfen kann, Sie Ratte. Das ist wirklich das, was mich am allermeisten überrascht hat, weil ich ja viele auch von früher noch kenne. Und mit welcher Vehemenz sie gegen mich vorgehen und auch ganz selten zur Sache, sondern immer gegen mich als Person, das überrascht mich und enttäuscht mich auch wirklich jedes Mal wieder. Nathalie Grams hat keine Ahnung, was sie in Winterthur erwartet. Vielleicht bleibt es diesen Abend ja ruhig. Die St. Peter Apotheke in Zürich bietet über 2000 verschiedene homöopathische Mittel an. Für viele eine preiswerte und sanfte Alternative zu den Pharmaprodukten. Es sind nicht nur pflanzliche Substanzen, die in Globuli verarbeitet werden. Wir zeigen Apotheker Guido Brun, was wir bei ihm gefunden haben. Ja, da Eismittel, darf ich Ihnen mal zeigen, das ist schon mal von Ihnen, das Medorinum besteht aus dem Eiter von Tripperpatienten. Das klingt ja ziemlich grusig, oder, wenn man sich das vorstellt. Ja, das klingt ziemlich. Aber es ist homöopathisch so verdient, dass molekülmäßig nicht mehr da ist. Und das ist ein Mittel, das in der klassischen Homöopathie nur nach einer Anamnese sehr wahrscheinlich gegeben wird. Medorinum wird bei Tripper verabreicht, aber auch bei Blähungen und Mundgeruch. Eine Umfrage belegt, jeder Zweite probiert Komplementärmedizin aus, vor allem Homöopathie. Globuli haben meist nur einen einzigen Wirkstoff. Je stärker verdünnt, desto potenter. Das ist Salpetersäure. Salpetersäure klingt ziemlich gefährlich. Genau. Ja, Dursubstanz, Salpetersäure, ist natürlich ein Aidsmittel. Aber das wird homöopathisch dann eben in feinstofflichen Bereich verdünnt. Und wir setzen das vor allem bei Fieberblottern. Das ist ein super Mittel. 90% der Leute können das wieder verkaufen, wenn sie nächstes Mal Fieberblottern haben. Brun zeigte uns, wie er den Extrakt des grünen Hafers homöopathisch verdünnt, in sogenannte C- und D-Potenzen. Jetzt ist das eine 1 zu 10 Verdünnung, also theoretisch D3, jetzt ist es einfach 1 zu 10 verdünnt. D3 ist es dann erst, wenn man es mindestens 10 Mal verschüttelt hat. Und das Verschütteln geht einfach so, man konzentriert sich auf das. Was passiert jetzt, wenn Sie da schütteln mit dem Material? Das verwirbelt sich so und sozusagen die Theorie von der Homöopathie sagt im Grunde genommen, dass über die Wirbel die Information von der Pflanze besser ins Medium hineingeht. Die Rundschau möchte die Produktion von Globuli filmen. Drei angefragte Deutschschweizer Hersteller winken ab. Veleda, Arlesheim. Eine Drehgenehmigung für die Globuli-Herstellung können wir nicht erteilen. Spagyros Worb. Wir sehen wirklich keine Möglichkeit. Similasan, Ionen. Wir haben bei ähnlicher Ausgangslage schlechte Erfahrung gemacht. Wenn die Hersteller ihr Geheimnis für sich behalten wollen, fragen wir eben Peter Stadler. Er war Institutsleiter an der Universität Bern und erklärt, wie Globuli laut Lehre entstehen. Für einen Wissenschaftler reicht etwas zu verdünnen. Der Homöopath tut es abfüllen, wenn er Verdünnung gemacht hat. Und dann tut er es dynamisieren, oder das heißt, wird potenziert. Dann wird das 10-mal aufgehauen. Dann muss man warten. Und natürlich nicht so auf die Tüchli. Die Homöopathen die haben dann so schöne Lederküsse. Und die machen ein Theater daraus. Also wie Zauberei, oder? Mit seiner verdünnten Kochsalzlösung geht Stadler an den See. Dort will er uns etwas zeigen. Jetzt nehmen wir 1 Milliliter da raus. So. Eine. Voilà. Und jetzt tun wir 1 Milliliter in den Zürichsee. Zack. So. Wenn wir jetzt lang genug warten würden,
und jemand den See könnte rühren, dann wäre das jetzt homöopathisch ausgedrückt ein C6. Das heisst, eine sehr starke Verdünnung, oder? Die meisten homöopathischen Mittel sind noch stärker verdünnt. Trotzdem glaubt die Mehrheit an deren Wirkung. In einer Volksabstimmung vor 10 Jahren sprachen sich 2/3 für die Aufnahme der Komplementärmedizin in die Grundversicherung aus. Gregor Lüthi vom Bundesamt für Gesundheit erklärt, dass die Kassen die Kosten für Homöopathie übernehmen. Aber nur dann, wenn sie von einem Mediziner verschrieben werden. Er hat ja einen Facharzttitel oder sie hat einen Facharzttitel gemacht. Sonst kann man das gar nicht anbieten. Und eine Weiterbildung in homöopathischen Leistungen. Also es ist nicht, es ist jemand, der eine Ausbildung gemacht hat, eine medizinische Ausbildung gemacht hat und dann sagt, es wirkt. Und von dem her ist dann eben auch das Vertrauensprinzip in die Leistung rein, wo wir sagen, wir gehen erst mal davon aus, dass das wirkt. Nathalie Grams hat in Winterthur gleich ihren Auftritt. Ein bisschen Bammel haben Sie trotzdem? Oh ja, natürlich. Jedes Mal. Ich bin auch nur ein Mensch. Und im Gegensatz zu vielen Verlautbaren eben keine PR-Marionette. Aus dem Appenzell angereist ist die Homöopathin Beatrice Soldat. Keine Anhängerin von Grams. Ich finde, sie greift die Leute persönlich an. Es ist nicht sachlich. Das, was ich von ihr gelesen habe, bis jetzt, ist nicht sachlich. Hauptstreitpunkt an diesem Abend: Gibt es eine Studie, die die Wirksamkeit der Homöopathie belegt? Für Grams ist die Antwort klar. Der Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis ist, dass einfach die Homöopathie keine arzneiliche Wirkung hat und auch nicht haben kann, weil eben in den allermeisten Fällen kein Wirkstoff mehr vorhanden ist, der physiologisch etwas anstoßen kann. Das erzeugt Widerstand. Viele im Publikum teilen Grams Ansichten nicht. Von der Wissenschaftlichkeit sind sie außerordentlich eingenommen. Als Skeptikerin zuzuhören, was sagt der einzelne Mensch, das wäre das Entscheidende. Und dann zu sehen, welche Veränderungen finden statt. Nicht Studien, nochmals Studien. Ist ja langweilig, wissen geht nicht mehr. Die Zuhörer sind aufgewühlt. Nach der Veranstaltung suchen viele das Gespräch mit Frau Grams. Möglichst schnell gesund werden, möglichst nebenwirkungsam gesund werden und möglichst sanft gesund werden. Ja, das ist richtig. Aber wie wollen Sie eine autonome Entscheidung beim Patienten stattfinden lassen, wenn über die Homöopathie falsche Sachen erzählt werden? Sie führen den Patienten hinters Licht und sagen, naja, wenn er dann geheilt wurde, ist nicht so schlimm. Ich finde das ethisch und moralisch einfach nicht in Ordnung. Schlussendlich wissen wir das Wirkprinzip nicht. Es kann sein, dass wir in 10 Jahren wissen, wie es wirkt. Und dann wäre ja die Irreführung auf ihrer Seite gewesen. Aber wir wissen doch schon heute, dass es nicht wirkt. Nein, wir wissen heute nicht, wie es wirkt. Wir sehen aber, dass es wirkt. Nein. Wenn sie ja selber in der Praxis auch erlebt. Ja, aber eben nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Verändert sich Wasser, wenn man es schüttelt? Wissen wir, was Globuli mit dem Körper machen? Eine Diskussion darüber ist fast unmöglich. Beide Seiten sind überzeugt, dass sie recht haben. Sie allein. Bei einer Rundschau-Umfrage auf Twitter haben übrigens 400 Personen mitgemacht und für 2/3 ist Homöopathie wirkungslos. Es bleibt also eine Glaubensfrage.